Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer Folge City Skylines. Das haben wir ja am Sonntag im Stream gespielt und ihr wolltet auch ein paar Folgen haben und das machen wir jetzt mal. Und ich denke, als allererstes kümmern wir uns um diese widerliche braune Suppe hier. Absolut ekelhaft. Ich habe jetzt auch ein paar hier Workshop-Objekte installiert, damit wir das Ganze ein bisschen schicker machen können. Und das machen wir jetzt auf jeden Fall auch. Und was ihr vielleicht nicht wisst, ich habe hier schon mal 20 Minuten von aufgenommen. Nur kurz bevor ich mit der Aufnahme fertig war, ist mein PC abgestürzt und hat das ganze Ding hier in den Tod gerissen quasi. Die Aufnahme ist hin. Ich nehme jetzt mal wieder in MKV auf. Das muss ich zwar konvertieren, aber dann wäre die Aufnahme nicht hin. Andererseits ist der Spielstand auch hin, deshalb ist für euch nichts verloren gegangen. Wo baue ich denn die Kläranlage hin? Es ist halt einfach ein bisschen komisch. Ich weiß auch immer noch nicht, woran es liegt. Ich habe letztens eine Grafikkarte ausgebaut, ist es immer noch so. Entweder ist es irgendwie das Netzteil. Es kann eigentlich fast nur das Netzteil sein, das sich einfach abschaltet. Aber ich weiß es nicht. Andererseits, keine Ahnung. Eigentlich glaube ich es nicht, weil das ist ein Be Quiet Dark Power Pro. Ich hatte mit Be Quiet noch nie solche Probleme. Also, und es ist auch nicht komplett aus. Es hängt sich nur auf. Es ist merkwürdig. Egal. Jetzt sind wir wieder hier. Und ich hoffe, dieses Mal funktioniert. Wir bauen eine Kläranlage. Und zwar möglichst weit weg von der Stadt. Bauen wir die doch am besten hier hinten hin. So. Und die funktioniert jetzt ganz anders. Die besteht hier aus mehreren Segmenten und braucht natürlich eine Straße, was auch sonst. Nehmen wir hier mal wieder so einen Feldweg. Ich glaube, für eine Kläranlage reicht der wirklich aus. Und holen uns erstmal die Verwaltung. Das ist jetzt hauptsächlich optisch, das geht auch ohne, aber wir wollen sehr schön haben. So, das hier ist quasi die Kläranlagenverwaltung. Und die muss ans Leitungsnetz angeschlossen werden. Ja, jetzt habe ich das hier ganz klug da drauf gebaut. Toll. So, Kläranlagenverwaltung. Leitung. Anschließen. So. Dann haben wir hier Klärbecken. Noch andere Klärbecken und noch ein anderes Gebäude. Das, was eigentlich genau macht. Abflussrate. Dinge. Also ich baue einfach mal das ganze Set. Dafür brauchen wir aber nochmal Straßen. So. Dann zurück zur Kläranlage. Dann machen wir hier dieses andere Gebäude dran. Dann machen wir hier die Vor... Okay, dann machen wir da nicht die Vorklärbecken hin. Dann machen wir hier die Vorklärbecken hin. Oh, die sind ganz schön groß, ne? Quatsch, hier ist die Straße. Wasser. Vorklärbecken. So. Und so. Drei Stück. Dann machen wir hier die anderen Klärbecken. Die kleineren, die dann das Vorgeklärte weiterklären. Und dann verbinden wir das alles mit Leitungen. Zack, 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 zack. Jo. So. Und das hier sollte hoffentlich die Abwasserklärung ein für alle Mal, ja, klären. Ja. Okay, also wir haben jetzt eine massive Abwasserklärrate. Hätten wir, wenn wir Strom hätten. Na,
Komm schon, Strom. Komm. Ja, ja, du schaffst es. So, jetzt ist das Problem. Das ist wahrscheinlich sau teuer, oder? 160, 480, 480, 320, 420. Wow. Okay, das ist schon teuer. Ist schon sehr teuer, muss man sagen. Müllverbrennungsstatus ist gut. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich habe mal auf dem Bild gesehen, dass da irgendwie so Müllwagen waren. Ich weiß nicht, ob die jetzt quasi Müll produzieren. Ich habe die Vermutung, dass die, weil die haben ja keinen Abfluss hier ins Wasser, dass die das geklärte Wasser dann in Müll umwandeln. Ist ja gut, ich weiß, ich habe neue Gebäude, es ist wunderbar. Ich habe auch, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Da zumindest nicht. Ganz eine Container-Mod installiert, die aus, also ein Container-Workshop-Objekt, das aus 84 Workshop-Objekten besteht und quasi ein richtig coole Container fürs Industriegebiet machen soll. Aber ich denke mal, das wird nur in einem anderen Industriegebiet sein. Und was ist denn hier los? Oha. Welche Einbahnstraßen? Nee, die eine große dann nicht. Ja, das ist halt hier auch nichts, ne? Ja, Optimierung Nummer 2. Autschi, autschi. An alle, die das nicht verkraften, einfach weggucken. Ah ja, und eine Sache vielleicht. Weil ihr wollt ja unbedingt ein Minecraft-Projekt. Ich hab's gemerkt, ich hab's im Stream mitgekriegt, ich hab's in den Kommentaren mitgekriegt. Noch ein zusätzliches Minecraft-Projekt, also zusätzlich zu dem, was noch kommt. Okay, okay, gut, dann machen wir das. Ich habe ein bisschen gesucht. Und die Frage ist jetzt, was spielen wir? Ich habe zwei rausgesucht. Also entweder wir spielen wirklich FDB Infinity Skyblock, Evolved Skyblock, Expert Mode. Oder wir spielen Sky Factory 3. Das ist ein 1.10er Modpack. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Hier oben im Eck, genau da so, ist eine Umfrage. Alter. Ist eine Umfrage. Da könnt ihr das auswählen. Und dann gucken wir mal. Stylo. Und jetzt gucken wir mal, was für ein Interchange wir nehmen. In der Aufnahme, also ich habe die alle nach der gecrashten Aufnahme runtergeladen, da hatte ich den hier. Aber wenn wir jetzt so coole haben, boah, dann könnten wir auch einen von den coolen nehmen. Wenn er denn platztechnisch, was ist das? Ach, ein Pentagon Interchange. Ja, nee, so viele Autobahnen haben wir dann doch nicht hier. Das ist ziemlich cool, so ein Dreier. Und das gefällt mir auch ganz gut. Also entweder das oder... Ja, nehmen wir das. Das passt platztechnisch am besten. So. So. Dann müssen wir das hier alles neu anbinden. Ich mache das ja jetzt halt alles schon das zweite Mal. Das ist ein bisschen lame, aber egal. Dafür haben wir jetzt einen cooleren Interchange. Alter, wie das aussieht. Oh, hier stimmt irgendwas nicht. Hier ist irgendwas falsch. Das ist hier nicht connected. Warum ist das da nicht connected? Weißt du, da lädst du dir was Fertiges runter und dann musst du hier selber noch Hand anlegen. Ist das dein Ernst? War es ein bisschen schade, aber gut. Kriegen wir schon. Ach, der weigert sich, das da zu connecten, was? Oh nee, jetzt muss ich das echt per Hand nochmal anpassen. Dabei sah das so cool aus. So, ich habe jetzt hier ewig rumgedoktert, aber das cutte ich jetzt einfach raus.
Und baue einfach das Ding nochmal neu. Und dann gucken wir mal. So. No collisions, no zoning. Gucken wir einfach mal. Ja, ganz toll. Da war es gerade blau. Ist denn hier irgendein Gefälle zu steil? So ein Quatsch. Machen wir es halt so. Bisschen schief, aber. Und jetzt ist das hier schon wieder so. Aber jetzt versuche ich es gleich ordentlich zu korrigieren und dann sollte die Sache erledigt sein. No collision, no zoning. So. Fertig. Einfach repariert. Wie es halt auch eigentlich sein muss. Ist ein bisschen steil, aber geht schon. Jetzt können wir endlich die Autobahn hier weitermachen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange wir noch machen, weil ich jetzt einiges rausgecuttet habe. Aber mal gucken. Ja, wir können schon Lärmschutzwände hier noch dran machen. Hier brauchen wir hingegen keine. Da auch nicht. Und da auch nicht. So. Dann das hier weg. Ne, nicht zur Autobahn upgraden. Das hier weg. Und dann so. Und so. Ja, so sieht's ganz gut aus. Die hier noch drehen. Die Stromleitung wieder zumachen. Und ja, den Fadeway können wir auch erstmal wieder weitermachen. So. Können die hier weiterfahren, dann müssen wir das untere hier anbinden. So. Und zwar geht das fast gerade eigentlich. Also ein bisschen kurvig darf es schon sein. Das war ein bisschen zu kurvig. So. Da rein, da raus. Okay. Gut. Und jetzt speichere ich mal. Denn ich habe jetzt ein anderes Dateiformat. Selbst wenn jetzt alles abschmiert, muss ich es nicht nochmal machen. Gut, dann Autobahn. Gerade. Und zwar parallel dazu. Ja. Und die Autobahn entsprechend parallel dazu. Schön. Dann nochmal
die hier umdrehen. Ja. Dann, Autobahn. Hier einen Tunnel. So, und jetzt wird es schwierig, denn der muss natürlich genau gleich aussehen. Und der sieht überhaupt komplett... Ob ich das jemals gleich hinbekomme? Ja, wahrscheinlich... Ja, ich glaube, besser wird's nicht. Aber so ist okay. So kann ich damit leben. So, dann einmal umdrehen wieder. Wie komme ich jetzt in die Untergrundansicht? Nee, damit kann ich tolle Screenshots machen. Ich würde gerne in die Untergrundansicht. Ah, okay. Interessant. So. Das ist der Oliver-Tunnel. Alles klar, Oliver. Ist ein eigener Tunnel. Gut. Dann brauchen wir hier eine Abfahrt. Und da war ja auch eine... Ja, entweder sowas hier. Oder ich hatte da doch noch irgendeine andere coole Abfahrt, oder nicht? Nee, das ist auch ein Autobahnkreuz. Das auch. Das ebenfalls. Das auch. Hatte ich da nicht eine coole Abfahrt? War die hier irgendwie? War die da? Okay, ich hätte wohl... Oder war das die hier? Ja, wahrscheinlich war das die. Gut, nehmen wir die. So. So. Abfahrt fürs Gewerbegebiet. Hier können wir eigentlich das wegreißen. Jetzt sieht das hier ein bisschen komisch aus, ne? Egal. Und dann hier mit der Straße, die wir hier haben. Hier ans Industriegebiet anschließen. Und dann mit der Autobahn. So, und jetzt wird es nochmal ein bisschen tricky. Wegen den Tunneln. Aber es sollte eigentlich klar gehen. Von da nach da. Und von da nach da. Mhm. Das sieht schon mal recht gut aus. Und hier haben wir jetzt das gleiche wie auf der anderen Seite drüben. Wir brauchen jetzt hier quasi ja, eine Kurve auf der Autobahn. Zum Wenden. Weil die Autobahn hier endet. Erstmal. So. Erstmal so eine Schleife in der Autobahn. Man kann sie auch einfach enden lassen, aber ich lasse mal die Schleife. Gut. Damit würde ich sagen, können wir nochmal speichern. Und den Verkehr fließen lassen. Und jetzt schauen wir mal.
Ah ja, sehr gut. Die LKWs checken sofort, dass sie da langfahren können. Beziehungsweise die Traktoren auch. Die fahren hier vor, fahren dann hier rüber und fahren dann statt auswärts. Ah ja, hier ist ein normales Autobahnkreuz. Das ist ein Standard-Autobahnkreuz. Und das ist unser Autobahnkreuz. Das sieht schon cool aus. Macht zwar nichts anderes, aber es sieht cool aus. Was macht es? Cool aussehen. Und sonst? Ja, was sonst? Oh yeah. Damit dürfte diese Straße hier eigentlich komplett obsolet sein, oder? Ja. Aber wir können sie eigentlich trotzdem lassen. Vielleicht brauchen wir sie ja nochmal für irgendwas. Und was wir jetzt noch bauen, wenn wir schon dabei sind, ist die Straßenmeisterei. Baut man die an der Autobahn? Nee. Ah, da sieht man, welche Straßen die pflegen hier. Okay. Ja gut, dann bauen wir die dahin. Mehrere Probleme. Oh. Ja gut, ich meine, Strom ist eine nette Sache und Wasser ist in der Regel auch eine nette Sache. Muss ich ja zugeben. So, und jetzt fahren die hier raus. Und kümmern sich um die Straßen. Straßeninstandsetzungswagen. Und jetzt können die Autos schneller fahren. Ist das nicht cool? Und wo beschwert sich wer über Gesundheit? Ist doch alles super. Sind doch alle gesund. Ist alles gesunde Menschen hier. Oha. Vielleicht schauen wir uns die Straße hier noch schnell an. Ja. Ich glaube, hier kann man die Ampel ausschalten. Okay, das ist jetzt ein bisschen Chaos ohne Ampel. Aber ich glaube, es funktioniert grundsätzlich besser. Ja, wir lassen es einfach aus. Auch wenn es ehrlich gesagt unwahrscheinlich ist, dass die das so gut machen. Ach ja, wir haben richtig viele Schulen jetzt. Ich weiß, Schulen, Bar, aber ich habe gelernt, Schulen, also wenn die Leute höhere Bildung haben, produzieren sie weniger Müll. Und das ist natürlich eine Sache, da kann man schon mal schwach werden. So, die Deponie ist leer, die ist wieder voll. Das Recycling Center läuft, die Müllverbrennungsanlage läuft. Im Normalbetrieb Recycling? Ach, das ist ein Recycling Center. Aha. Okay. Neues Bahnhof Distribution Center. Ach ja, ich weiß. Das habe ich auch geholt. Oh, wir haben so viele coole Sachen jetzt. Was habe ich denn da gebaut? Müllverbrennungsanlage. Recycling Center. Oh. Okay. Na gut. Das hier produziert doch keinen Strom. Das hier produziert Strom. Haben wir genug Strom? Wir haben noch genug Strom. Large Recycling Center. Okay. Nun gut. Nun gut. Können wir uns hier von ein paar Stromleitungen trennen? Ja, ich denke mal, wir können uns von der Stromleitung hier trennen. Und von der hier auch. Ja. Ja, ja, ja. Ich weiß, dass wir neue Gebäude haben. Und hier ist unser Geothermiekraftwerk. Das Heizleistung 80 Megawatt hat, aber jetzt doch irgendwie keinen Strom produziert, oder? Egal. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Wir haben sehr, sehr viel geschafft. Und stimmt oben ab wegen Minecraft und schreibt in die Kommentare,
ob wir weiter davon Folgen machen sollen oder ob wir das als Stream-Projekt lassen sollen. Alles klar, Leute, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!